Und ich selbst bin natürlich wahnsinnig begeistert darüber, dass ich gleich ein paar Lobeshymnen auf unseren Stammesvater singen darf. Albert Hoffmann, der ja wirklich wohl jedem hier bekannt ist. Jeder kennt wahrscheinlich hier sein unglaublich geniales Produkt. Man darf es ja nicht empfehlen, aber man darf es zumindest als so etwas bezeichnen. Ich möchte einfach nur ein paar Worte dazu verlieren. Für mich ist LSD, Lysergsäure-Diethylamid, der Stein der Weisen. Albert Hoffmann hat das geschafft, wo Jahrtausende nach gesucht und geforscht wurde, nämlich die Materie zu finden, die man praktisch nicht mehr materiell einnimmt, um zum Kern des Lebens, zum Kern des Seins, zum Verständnis des Universums, zum Verstehen des eigenen Selbstes zu kommen, das hat er uns geschenkt. Und dafür danke ich ihm ganz herzlich. Vielen Dank für dieses Bekenntnis. Mystik, die Frage nach dem Sinn des Daseins, die Frage nach dem, warum sind wir hier, woher kommen wir, was sollen wir hier, wo gehen wir hin? Die zentralen Fragen unseres Lebens, die keiner beantworten kann, weil das geht über das Verbalisieren hinaus. Diese Fragen kann aber so ein kleines Molekül in unglaublich winziger Dosierung einem helfen zu verstehen. Und es gibt eine unglaublich schöne Schrift, die ich jedem ans Herz legen kann, Naturwissenschaft und mystische Erfahrung von Albert Hoffmann, worin er eben dafür plädiert, dass es so viel tiefere Erkenntnisse über das eigene Sein, über das kosmische Sein, über die Welt, über die Kulturgeschichte und so weiter vermittelt. Und er hat mir neulich etwas gesagt, womit ich diese Lobpreisung eigentlich auch beenden möchte. Wenn ein Chemiker kein Mystiker wird, ist er kein Chemiker. Das ist ein Koan, was ich Ihnen, euch allen für diesen Abend mitgeben möchte. Und ich habe jetzt die große Freude, dass Albert Hoffmann dass ich ihn auf die Bühne bitten darf, damit er zumindest einmal Hallo sagt, weil schon das ist Mystik. Ich bin wirklich etwas überwältigt und ich weiß nicht genau, was ich sagen soll, aber ich knüpfe vielleicht an, was mein lieber Freund Christian gesagt hat. Er hat gesagt, man weiß nicht, wozu wir sind, wozu das Leben. Da möchte ich ihm widersprechen. Ich glaube, und da bin ich in Übereinstimmung mit den großen Philosophen, in Übereinstimmung mit den Religionsgründern. Ich glaube, der Sinn unseres Lebens ist, glücklich zu sein. Applaus
Das hat Thomas von Aquin gesagt. Er hat gesagt, der Sinn unseres, ja, der letzte Sinn unseres Lebens ist Glückseligkeit. Und eigentlich die Religionsstifter, was versprechen sie uns? Das Glück im Himmel oder dann das Glück im Paradies. Es sind immer Glücksversprechungen. Und ich glaube auch, alle sind sie mit mir einverstanden. Wenn jemand sagen würde, das Glück oder der Sinn unseres Lebens sei, unglücklich zu sein, würden sie doch widersprechen. Also gilt das andere. Und ich habe das eigentlich auch, ja, was soll ich jetzt? Ja, ich möchte doch auch noch Bezug nehmen zum LSD. Wenn jemand mein Buch gelesen hatte, vielleicht sind einige unter Ihnen, die das getan haben, dann werden Sie sich erinnern, in der Einleitung beschreibe ich ein Erlebnis, das ich als etwa 8 oder 10 Jahre alter Bub gehabt habe, im Wald. Es war dann in Martensberg bei Baden. Da war ich, auf einmal wurde ich gepackt von, es war ein Maimorgen, ein schöner Maimorgen, gepackt von der Schönheit von diesem Wald. Auf einmal hatte ich das Gefühl, jetzt sehe ich, wie dieser Wald wirklich ist. Nämlich wunderbar. Und war einfach ergriffen von und beglückt, so einbezogen in den Wald. Und das war ein ganz gewaltiges Erlebnis. Ich habe das niemandem gesagt. Ich dachte, das kann man ja nicht sagen. Und die meinen vielleicht, ich war scheu. Aber dann später. Aber ich habe dann aus jeder Zeit immer das Gefühl gehabt, es gibt eine Tiefe von unserem Leben, etwas, das man normalerweise nicht sieht und das man manchmal sieht. Und ich glaube, die meisten Kinder, die haben diese Beziehung noch zur Natur. Die stehen nicht, das Ich ist, steht ihnen noch nicht zwischen Natur und sich selbst, sondern sie sind noch ein Teil. Sie haben noch eben, ja, Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn sie sind im Paradies, sie sind bei mir. Also dieses Erleben, dieses kindliche Erleben, das hatte ich einmal erfahren dort im Österlewald. Und nun, das war nun etwas ganz Entscheidendes, als ich dann in meinem späteren Berufsleben sozusagen einen Betriebsunfall hatte. Ich hatte eine Substanz synthetisiert, die sollte für den Kreislauf wirksam, für Kreislaufstörungen gebraucht werden. Und plötzlich geriet ich in einen Zustand genau mit dem, was ich als Kind erlebt hatte. Das hat mich dermaßen ergriffen und ich bin dann der Sache nachgegangen und so ist dann LSD entstanden. Das war also eigentlich eine merkwürdige Fügung. Und ich habe dann wissenschaftlich, habe dann das untersucht, ich habe dann mitgearbeitet und ich glaube, die große Bedeutung des LSD ist das, dass man wieder diesen direkten Zugang zur Natur, zu unserer Außenwelt, zu den Mitmenschen findet, wie ich das zumal das erlebt hatte als Kind. Und die meisten Menschen erinnern sich, dass sie solche Augenblicke hatten in der Kindheit. Also ich glaube, LSD hat mir wieder die Augen geöffnet für das Wunder unserer Welt und unseres Daseins, dass ich das mal empfand als Kind. Das ist meine Definition des LSD. Und es ist, ich musste es nachher nicht mehr nehmen. Die Leute fragen mich, nimmst du LSD? LSD hat mir das gesagt, was es mir zu sagen hatte. Es hat mir die Augen geöffnet. Das innere Auge. Dass man wirklich einmal das Wunder der Schöpfung erlebt. Und jetzt muss ich doch noch zurückkommen zum, was war's? Ja, also der Sinn unseres Lebens. also ich glaube schon, also das ist glücklich zu sein. Aber was ist Glück? Was ist denn Glück eigentlich? Glück ist doch ein
besonderer Zustand unseres Bewusstseins. Das könnte man auch so definieren, ganz besonderer Zustand unseres Bewusstseins. Aber was ist Bewusstsein? Jetzt sind wir ja bei der Kernfrage unserer Institution, unserer Gesellschaft, unseres heutigen Abends, Bewusstsein. Wir sind eine Gesellschaft Bewusstseinsforschung. Was ist Bewusstsein? Da haben sich die Philosophen auch schon gestritten, seit dem Altertum. Die einen sagen, Bewusstsein, das kann man nicht definieren. Denn ich brauche ja das Bewusstsein, um über das Bewusstsein nachzudenken. Und das ist Tautologie, sagt man. Man versucht etwas zu erklären mit dem, was man erklären sollte. Also gibt es das nicht. Aber es ist eine riesige Literatur über das Problem des Bewusstseins. Und ich möchte doch eine solche Definition geben, um zu zeigen, wie die Wissenschaftler, wie die Professoren das Bewusstsein definieren. Und das eine von Jean-Paul Sartre. Der hat gesagt oder geschrieben, das Bewusstsein ist das Absolute, die transphänomenale Seinsdimension des Subjekts. Jetzt überlasse ich Ihnen, sich ein Bild zu machen von dem. Aber mir ist tatsächlich vor ein paar Monaten habe ich einmal nicht über das Bewusstsein nachgedacht, sondern über das Wort Bewusstsein. Was heißt eigentlich Bewusstsein? Und da bin ich mir bewusst geworden, es sind ja zwei Silben, bewusst und sein. Bewusst hat mit Wissen zu tun, mit der geistigen Welt. Sein, das ist es, das, was ist, das ist die materielle Welt. In diesem Wort, ich glaube, das ist das sinnträchtigste Wort der deutschen Sprache, in diesem Wort sind die beiden Komponenten unserer menschlichen Existenz, die geistige Welt und die materielle Welt, in einem Wort zusammengefasst. Und sie sind symbolisch, sie sind in einem Wort, genauso wie wir in beiden Welten gleichzeitig sind, in der geistigen Welt und in der materiellen Welt. Und ich glaube, das hat mir dann eben weitergeholfen. Auch ich habe dann darüber nachgedacht, ja gut, wie kommen dann, wir sind also in dieser geistigen Welt und wir sind in der materiellen Welt, wie kommen die zusammen, wie sind die eigentlich miteinander verbunden? Und die sind miteinander verbunden durch unsere Sinnesorgane, durch unsere fünf Sinne, durch die Tore der Wahrnehmung. Es ist doch so, dass wir sind durch unsere Sinne in Kontakt. Wenn wir da nicht sehen könnten, nicht hören könnten, nicht schmecken, nicht riechen, nicht tasten könnten, wären wir überhaupt nicht da. Was wir von der Außenwelt Wissen in unserem Bewusstsein haben, das muss doch irgendwo von der Außenwelt zu uns hineinkommen. Also sind es unsere fünf Sinne. Und das ist interessant, wenn man nun über diese Sinne etwas nachdenkt. Es gibt zwei Kategorien von Sinnen. Ich möchte sagen, einmal der Geschmack, Geruch und Tastsinn. Ich könnte sagen, das sind die animalischen Sinne. Das sind die Sinne, die im Dienst der Erhaltung unserer körperlichen Existenz stehen. Ich muss essen, ich muss trinken, ich muss frische Luft haben, ich muss, um als körperliche Existenz, muss ich diese Sinne befriedigen. Und der Tastsinn, der gehört auch in diese Reihe, der dient dazu, die Existenz unserer Gattung zu erhalten. Der Tastsinn ist verbunden mit sechs Tastsinn und das sind ja innere Organe, die auch mit der Haut verbunden sind. Also der Tastsinn, der sechs
garantiert, dass wir als Gattung weiterleben, und die anderen beiden Sinne, die garantieren, dass wir weiterleben in der körperlichen Existenz. Aber diese drei Sinne sind verbunden mit Haben. Ich muss etwas haben, damit ich die Sinne befriedigen kann. Ich muss zu essen haben, ich muss zu trinken haben, ich muss einen Partner haben. Und das ist verbunden, das Haben ist verbunden mit Besitz und mit Macht. Und um diese drei Sinne zu befriedigen, werden Kriege geführt, um das Haben, um den Besitz. Und nun ist das ganz tröstlich, wenn man überlegt, die beiden anderen Sinne, das Sehen und das Hören. Um Sehen und Hören sind noch nie Kriege geführt worden. Das sind die musischen Sinne. Das ist auch interessant, sie haben mit der materiellen Welt, die Befriedigung dieser beiden musischen Sinne, die haben ja nichts zu tun mit der materiellen Welt. Das geschieht ja, das Licht, das Sehen ist verbunden mit Licht. Lichter sind elektromagnetische Schwingungen, die kommen aus der Sonne, die hat jeder Mensch zugänglich. Jeder Mensch ist der Besitzer dieser optisch mit sich, mit der ganzen Welt verbunden, gratis. Hören, da haben wir die ganze Welt der Musik, der Künste. Es sind also diese drei Sinne, die den Mensch herausheben aus dieser Notdurft der drei anderen animalischen Sinne. Und ich glaube, wenn man jetzt wieder zurückkommen auf die psychedelischen Drogen, dann ist es doch erstaunlich, wie viele Künstler, die mit der musischen Seite unseres Lebens zu tun haben, aufgrund ihrer Erlebnisse, diese Stimulation durch die Psychedelika, werden sie produktiv. Man denke, die Beatles und dann all diese Songs zur Zeit der Blumenkinder und diese Bands, die haben ja alle, waren durch LSD stimuliert. Es gibt jetzt sehr viele Maler, die zugeben, die offiziell sagen, sie hätten ihre Visionen durch LSD gehabt. Vor ein paar Monaten war ein amerikanischer Maler bei mir und er sagte, er kam, um mir zu danken, dass ich ihm sein Vitamin gegeben hätte in Form von LSD. Er gehe jetzt nach Hawaii, es findet dort ein Kongress von Künstlern statt, ein Kongress, der sich nennt Alchemical Art, offiziell alchemische Kunst. Und das sind Künstler, die im Stil von Dali malen. Und das ist doch irgendwie etwas Erfreuliches, dass man heute ein Künstler auftreten können und dürfen und sagen, ich habe dank dieses Hilfsmittel, ein pharmakologisches Hilfsmittel. Andere haben eben früher, der Goethe hat 2 Flaschen Weißwein getrunken jeden Tag und die nehmen vielleicht eine Prise LSD und haben ihnen eine Stimulation. Es ist ja nicht so, dass das LSD die Künstler macht. LSD kann nur das verstärken, was in jedem Mensch drin ist. Und wenn einer kein Künstler ist von Geburt, dann kann er dann auch nicht durch LSD Künstler werden. Also LSD ist nur ein Stimulans, und es ist ein Pflanzenprodukt und wir sind ja verbunden mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Leben im Kreislauf mit der Pflanze. Nur die Pflanze kann mit der Erde fruchtbaren Kontakt haben durch den grünen Gürtel der Pflanzenwelt. Die nimmt Sonnenlicht auf, wandelt es um in Nahrung mit Kohlensäure und Wasser und Sonnenlicht, jedes Pflänzlein, jedes Gräslein bringt dieses Wunder fertig, schafft unsere Nahrung. Das ist der große Segen der Sonne.
Und sie zeigt auch die Sonne, zeigt uns auch noch die Pracht unserer Erde. Aber ich werde es noch weitergehen mit diesem Kreislauf, dem energetischen Kreislauf, in dem wir eingeschlossen sind, ständig. Dass jedes Pflänzlein, jede grüne Pflanze kann also mit Kohlensäure und Wasser kann sie unsere Nahrung aufbauen. Und wenn wir bauen mit der Nahrung unseren Körper auf und wir brauchen die Nahrung, um unsere Lebensenergie zu entfalten. Und was wir jetzt auch tun, und wenn ich jetzt rede, ist das nichts anderes als transformierte Sonnenenergie. Diese Energie, die wir haben, kommt alles von der Sonne. Das sind, was angedeutet wurde, als Chemiker wird man solche Dinge, die man hineinzieht in die Wunder der Schöpfung, da wird man eben Mystiker. Deswegen sage ich, wenn einer als Chemiker die Wunder sieht, wie wunderbar das funktioniert, wie genial, dann hat er eben den Blut gar nicht erfasst, was Chemie heißt. Denn die Schöpfung ist ja nichts anderes als die Manifestation der geistigen Welt. Wie soll der Schöpfer seinen Schöpfer sich kundtun? Er schwätzt ja nicht wie wir. Er zeigt sich durch das Wunder seiner Schöpfung. Und wir sollten dankbar sein, die Augen offen behalten, um eben dankbar dem zuzustreben, was er eigentlich will. Er möchte uns sicher glücklich machen. Also der Sinn unseres Lebens, glaube ich, ist glücklich zu sein. Und ich hoffe, dass wir heute Abend glücklich und fröhlich sein können miteinander.